Teil 5. Schön, dass du da bist hier im Missionswerk Strahlen der Freude in Präsenz. Hier ist alles voll, das ist schön. Hunger ist hier zu spüren. Herzlich willkommen an dem Livestreams online, dass du dabei bist. Wir sind glücklich über das, was wir schon erlebt haben. Ich habe so viele gute Zeugnisse gehört hier von den Teilnehmern in den letzten 2 Tagen, was alles geschehen ist, wo echte Buße in Ehen geschehen ist, weil Leute falsch mit dem Geld umgegangen sind und dann sich neu entschieden haben für das Richtige und das Gute. Leute haben mir erzählt, dass sie Erbstreitigkeiten jetzt beenden wollen an diesem Wochenende. Richtig, richtig stark, was Gott tut. Ja? Ich bin so begeistert. Wenn du ein Handout hast, bist du glücklich, denn wir brauchen das heute. Und wenn du noch kein Handout hast, kannst du an den Eingang nochmal gehen, da wirst du noch ein Handout kriegen. Sind da noch Handouts? Glaube ja. Schaut mal kurz rein, was wir in den ersten 4 Kapiteln, in den ersten 4 Einheiten gemacht haben. Wir haben darüber gesprochen, was ist Geld? Ist das ein Segen oder ein Fluch? Wie können wir gut umgehen mit Geld? Kapitel 2 haben wir gelernt und dann haben wir einen Unterpunkt davon gelernt, nämlich die sogenannte treue Verwalterschaft. Treue Verwalterschaft. Und das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges im Reich Gottes. Wir haben darüber gesprochen, was ist schlechter Umgang mit Geld? Und die große Frage im Kapitel 5, muss ich meinen Zehnten geben? Halleluja, das war schön und war gut. Dann haben wir darüber gesprochen, was sind Opfergaben und wie sehen Opfergaben im Neuen Testament aus oder im Neuen Bund aus? Eine Opfergabe ist zum Beispiel, dass unser Leib ein lebendiges, gottgefälliges Opfer ist. Das haben wir gestern Abend gleich gemacht, indem dass wir hier getanzt haben. Ja? Wir haben hier unser Opfer Gott gegeben. Ja? Opfer hat wenig zu tun mit deinem Geld, sondern mit deinem ganzen Leben. Dann haben wir gesprochen im Kapitel 7 über das Geben im Neuen Bund. Und gestern haben wir im Teil 4 nochmal gesprochen über den wahren Reichtum. Was ist wahrer Reichtum? Und da sind wir auf den Segen Abrahams vor allem eingegangen. Und ich möchte euch ermutigen darin, dass ihr das ergreift. Ja? Dass ihr diesen Segen Abrahams ergreift, der allumfassend ist und der echte Reichtum nichts mit Geld zu tun hat, sondern mit dem Schatz, den Gott in uns hineingelegt hat, durch die Wiedergeburt, durch Jesus Christus. Und jetzt wollen wir ins Eingemachte gehen. Seid ihr bereit dazu? Wir wollen sprechen über Geldgier, über Geiz und über Mammon. Begeisterung hier im Raum. Geldgier, Geiz und Mammon. Lass uns mal beginnen, darüber zu sprechen. Und dann werden wir heute mit der 60-Punkte-Liste enden. Die sogenannte 60-Punkte-Liste. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dauernd angefragt wird. Die habt ihr auch in eurem Handout drin. Werden wir heute mit dem enden. Das ist die Zusammenfassung von dem ganzen Seminar auf 60 einzelne Punkte hin zusammengebracht. Genau. So, lass uns in Kapitel 9 einsteigen über das Thema Geldgier. Was ist Geldgier? Die Definition von Geldgier heißt ein rücksichtsloses Streben nach Geld. Das Synonym für Geldgier ist auch Habgier und es bezeichnet von anderen als unangenehm oder abstoßend empfundenes rücksichtsloses Streben nach Besitz oder Vermehrung des Besitzes. Nicht nur in der Bibel, sondern auch in der Gesellschaft ist Geldgier oder Habgier etwas Negatives, was mit Rücksichtslosigkeit empfunden wird. Und somit ist es nicht angenehm in beiden Bereichen wahrgenommen. Zusammenfassend kann man sagen, Geld zu haben, also Wohlstand, und Geld zu lieben, also Habsucht oder Geldgier, sind grundsätzlich 2 ganz verschiedene Sachen. Ich wiederhole es nochmal. Geld zu haben, Wohlstand. Und Geld zu lieben, Habsucht, sind 2 total verschiedene Dinge, die wir hier anschauen wollen. Doch wir müssen wissen, dass beide Begriffe des Reichtums und der Habsucht zwingend voneinander zu unterscheiden sind. Die Bibel spricht nämlich sich nicht gegen Reichtum aus, sondern gegen das zwanghafte Streben nach Reichtum, die sogenannte Habsucht oder Habgier oder Geldgier. Es gibt eine Warnung in der Bibel vor Habgier. Die Bibel warnt uns vor Habsucht oder vor Geldgier. Wir lesen zusammen in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind noch sein Esel. Achtet bitte nicht den Rind und den Esel deines Nachbarn. Ja? Ganz wichtig, ja? Man scherzt, heute ist es das Auto und der Garten
Auto, genau, ja. Noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Lukas 12, Vers 15. Er sprach zu ihnen, sagt Jesus, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Alle zusammen. Hütet euch vor aller Habsucht. Jesus selber spricht es aus hier und sagt, hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Hauptbibelstelle des ganzen Wochenendes, des ganzen Seminars ist 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Wir wollen nochmal hineingehen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Lieber Zuhörer, der du geschafft hast, 5 Teile anzuhören, hoffentlich kam es an. Bitte versenke dich nicht in Untergang. Amen. Ja? Wir wollen nicht dein Geld, sondern wir wollen, dass du dein Herz an Gott gibst. Das ist unser Herz. Das ist das Ziel, warum wir hier zusammen sind. Achte bitte darauf, dass dein Herz nicht, oder dass du nicht in Untergang und in Verderben versenkt wirst. Das ist die Botschaft dieses Seminars. Und Vers 10 sagt, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Alle zusammen? Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe oder die Geldgier oder die Habsucht. Das sagt hier Timotheus, das sagt hier der Paulus zu Timotheus, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also ich kann euch Geschichten erzählen, die dramatisch heftig sind, welche Schmerzen Menschen, Ehen, Betriebe, ganze Generationen erleben mussten, weil sie Geldliebe, Geldgier in ihr Herz hineingesteckt haben. Es ist dramatisch heftig. Ich könnte euch Geschichten erzählen von Leuten, die ihr Glauben verloren haben, die Mitglieder im Missionswerk Strahlen der Freude waren, die gesagt haben, jetzt wollen sie das große Geld machen und heute nicht mehr im Glauben sind. Das ist keine Theorie, das ist absolute Wahrheit des neuen Bundes. Bitte, 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 lass nicht zu, dass Geldliebe, Geldgier oder Habsucht in dein Herz hineinkommen. Du bezahlst mit einem viel zu großen Preis darauf. Du wirst letztendlich alles verlieren und du zahlst mit dem Preis deiner Errettung. Das ist absolut, ich möchte jetzt keinen Kraftausdruck benutzen, nicht weise. Gut, Halleluja. Ihr versteht, was ich sagen will. Bitte macht diesen Quatsch nicht. So, jetzt die große Frage. Bin ich geldgierig? Alle zusammen? Bin ich geldgierig? Jetzt kommt die große Frage. Ich gebe dir eine Checkliste. Die bitte beantworte nicht für deinen Ehepartner, sondern beantworte sie für dich. Ja? Hier kommen die Fragen, damit du rausfinden kannst, ob du geldgierig bist, habsüchtig oder Geldliebe in deinem Herzen drinsteckt. Welchen Stellenwert hat Geld in meinem Leben? Welchen Stellenwert hat Gott insbesondere im Vergleich zu Geld in meinem Leben? Nicht das, was du sagst, sondern das, was tatsächlich ist. Das sieht man auf deinen Kontoauszügen. Welchen Stellenwert Gott in deinem Leben hat. Nicht das, was du sprichst oder was du in der Gemeinde sagst, sondern was auf deinen Kontoauszügen passiert. Da sieht man den Stellenwert. Jetzt wird es ziemlich ruhig. Okay. Arbeite ich nur für Geld? Wir haben gelernt, wir arbeiten nicht für Menschen, sondern für Gott. Gott ist dein Arbeitgeber. Nicht dein Arbeitgeber ist dein Arbeitgeber, sondern du arbeitest für Gott. Punkt Nummer 4, wie sehr beeinflusst das Thema Geld meine Entscheidungen? Wie leicht oder schwer fällt es mir zu geben oder zu schenken? Wann habe ich das letzte Mal etwas gespendet? Wenn ich etwas gebe, was ist meine Motivation dabei? Gebe ich, um selbst zurückzubekommen? Wie oft kann ich über das Thema Geld sprechen? Ich bin oft ja bei Leuten eingeladen, ich rede immer ganz offen über Geld. Und manche sind wirklich offen und manche machen einfach zu. Finde ich ziemlich interessant. Wie oft kannst du über das Thema Geld sprechen? Auch über deine Probleme. Da helfen ja andere. Also wenn du über deine Probleme sprichst, hilfst du ja anderen Leuten dabei. Manche, die aber da, wo was drin sitzt,
durch Prägung, Vergangenheit, was auch immer, machen dazu. Punkt Nummer 9. Begehre ich den Besitz meines Nächsten? Haus, Auto, was auch immer. Punkt Nummer 10. Will ich immer mehr haben oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Gestern haben wir gelernt, Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Ja. Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Bin ich geldgierig, also bin ich, ja, habt ihr die Checkliste bekommen. Ich möchte dich ermutigen, dein Herz ganz neu vor Gott zu bringen und ihn daran arbeiten zu lassen, dass der Heilige Geist diesen Punkt in deinem Herzen bereinigen kann. Warum ist das so wichtig? Wir kommen ins Eingemachte. Dieser Punkt entscheidet über deine Zukunft. Das waren wirklich halbe Amens gerade. Eine Wurzel alles Bösen, sagt die Bibel, ist die Geldliebe. Wir können hier über Liebe und über Glauben und über Frieden reden und über Geduld reden. Das ist auch alles richtig und gut. Wenn du aber Geldliebe in dein Herz zulässt, ist das eine Wurzel allen Bösen. Die Folge davon ist, dass es dich killen will, dich zerstören will, deine Ehe zerstören will und dein Leben kaputt machen will. Lass das bitte nicht zu in deinem Leben. Gut, wunderbar. Was sind die Folgen von Geldgier? 1. Timotheus 6 haben wir gerade gelesen. Manche fallen in Versuchung und Fallstrick und Verderben und Untergang. Ja? Dann auch, manche sind vom Glauben abgeirrt und haben viele Schmerzen durchbohrt. Prediger 5, Vers 6 sagt, 5, Vers 9, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages, auch das ist Nichtigkeit. Wenn du Geld hast und viel Geld hast, wirst du nie genug haben. Nie. Deswegen ist Genügsamkeit mit Gottesfurcht ein großer Gewinn. Gut. Was für Folgen hat Geldgier? Wenn du das jetzt siehst, dann wirst du dramatisch sagen, ich will das nicht haben. Geldgier. Geldgier kann dazu führen, dass der Fokus im Herzen und das Zentrum im Leben nicht mehr Gott, sondern auf das Geld gerichtet ist. Fokus im Herzen, nicht mehr Gott, ist die erste Folge. Steht in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon vorgelesen habe. Bitte, bitte, bitte kapier das, was Jesus sagt. Das ist doch nicht meine Meinung oder meine Ratschlag. Das ist die Anweisung des Königs aller Könige. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Weißt du, wie oft ihr die Frage immer kriegt, Daniel, wo kann ich denn gut investieren? Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Also das geht total gegen das deutsche Investitionsverständnis. Preis den Herrn, das Wort Gottes geht immer gegen das deutsche Investitionsverständnis, das ist gut, ja. Es gibt aber heiße Tipps, die ich in der ersten Einheit gemacht habe, also kannst zurückklicken auf Teil 1, ja, wo ich heiße Tipps weitergebe, wo du investieren kannst. Es ist nicht das, was du hören willst, aber was du hören musst. Ja, ich war in Afrika, da haben sie gebetet. Don't tell us what we want to hear, but what we have to hear. Also, wir wollen nicht das hören, was wir hören wollen, sondern wir wollen das hören, was wir hören sollen. Ja? Okay? Wunderbar. So, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Hier gibt es Motte und Fraß und die zerstören und Diebe durchgraben und stehlen. Das nennt dann auch Weltwirtschaftskrise, Inflation, Scheidungskrieg. Da gibt es da drin Sachen, wo dein Geld einfach tschock weggeht. Und das ist das, was Jesus hier zusammenfasst mit Motte und Fraß und Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch, jetzt kommt die Anweisung, euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Also das ist die Anweisung, bitte nicht Schätze auf der Erde, sondern bitte Schätze im Himmel. Denn alles, was du auf der Erde hast, wird vergehen. Das im Himmel wird bestehen. Und lasst uns als Millionäre im Himmel ankommen. Deswegen machen wir das Seminar hier.
Ja? Deswegen machen wir diese 5 Einheiten, stundenlang hörst du dir immer das Gleiche an. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Unser Herz soll wo sein? Im Himmel. Deswegen muss unser Schatz wo sein? Im Himmel. Nicht auf deinem Kontostand irgendwo. Ja? Es ist nicht schlecht, diese Vorsorge, klar. Aber dein Herz muss im Himmel sein. Bei den Schätzen des Himmels. Und deswegen, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Folge Nummer 2. Was für Folgen hat Habsucht? Liegt dein Fokus auf das Geld, so verlierst du den wahren Reichtum, der im Himmel auf dich wartet. Also das ist ein krasser Preis, den du da bezahlst. Weil du den wahren Reichtum verpasst im Himmel. Und das hat Jesus schon ein paar Mal gesagt, ich habe das ein paar Mal vorgelesen. Wer wird euch dann die wahren Reichtümer geben, die auf euch warten? Das hat damit zu tun, wie du mit deinem Geld umgehst. Und deswegen heißt es hier, biblischer Umgang mit Geld. Wie du mit dem Geld umgehst, hat Folgen auf den wahren Reichtum deines Lebens und der Ewigkeit. Folge Nummer 3, außerdem findest du keine Erfüllung in Geld und Reichtum. Nur Jesus kann all deine Sehnsüchte stillen. Ich kenne Leute, die sind dramatisch reich und dramatisch unzufrieden. Ich kenne Leute, die sind arm, aber die haben Gottesfurcht und Genügsamkeit. Und die sind richtig reich im Himmel. Richtig gut. Punkt Nummer 4. Geldliebe kann uns letztendlich sogar dazu bringen, vom Glauben abzufallen. Die Hauptbibelstelle haben wir genannt, nach 1. Timotheus 6, Vers 10, dass einige vom Glauben abgeirrt sind. Und ich kann euch Praxisbeispiele geben von engen Freunden, die abgeirrt sind wegen Geldliebe. Macht bitte dieses Ding nicht. Bitte nicht. Ja? Wichtig ist dabei zu verstehen, dass dies alles passiert. Das ist nicht alles passiert, falls wir viel Geld haben, sondern wenn wir gierig sind nach Geld. Nicht das Entscheidende ist, das Geld haben, sondern dieses Geld lieben, wollen, ihm dienen, danach streben. Ja? Das ist das Entscheidende beim Punkt Geldliebe. Punkt Nummer 5. Es gibt noch mehr Folgen, nicht nur diese, noch mehr Folgen. Und zwar bringt es Unglück in der Familie. Sprüche 15, Vers 27. Wer sich auf unehrliche Weise Gewinn verschafft, stürzt seine Familie ins Unglück. Ganz einfach erklärt, ja. Aber dramatische Lebensgeschichten. Also wenn du diese Geschichten dir anhörst als Pastor in der Seelsorge, dauert es 2 Stunden. Der Frau sagt immer, der Mann ist schuld. Der Mann sagt immer, die Frau ist schuld. Beide sagen immer, die Regierung ist schuld. Und wenn die Regierung nicht hindert, dann ist der Pastor schuld, ja. Aber dahinter steckt eine andere Frage. Dahinter steckt die Frage des Geldgiers. Ob sie drin sitzt oder nicht. Und ich möchte dich einladen, dass du nicht deine Familie ins Unglück stürzt. Hier geht's weiter. Doch wer keine Bestechungsgelder annimmt, wird mit dem Leben belohnt. Bitte mach das Beste für deine Familie und geh nicht in solche unehrliche Weise der Gewinnverschaffung oder unehrliche Geschäfte. Dann B, bringt Enttäuschung. Also verschiedene Folgen von Geldgier. Es bringt Enttäuschung. Prediger 5, Vers 9, ich habe gerade das gesagt. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages, auch das ist Nichtigkeit. Genau. Ich habe einen Multimillionär, den habe ich seit vielen Jahren beraten. 500 Mitarbeiter, großer Konzern, hat alles erlebt, was er wollte. Hat mehrere Schiffe, mehrere Autos, viele Häuser, hat alles erledigt, hat eine fette, große Rente, alles vorbereitet. Und er hat mich immer gepiekst. Ich habe schon ein paar Mal das Geschichte erzählt. Er hat mich immer wieder gepiekst und rumgeguckt, wie er mich um den Finger wickeln kann. Hat er nicht geschafft. Und dann am Ende sage ich ihm nach ein paar Jahren, darf ich mal offen und ehrlich mit Ihnen reden? Sagt er, ja. Sag ich, Sie sind reicher wie ich. Sie haben alles erlebt in Ihrem Leben. Sie haben alles geschafft. Sie haben alles bekommen. Aber eins haben Sie nicht. Diesen Frieden, den ich kostenlos habe. Oh, das hat ihn gereizt. Weil er den Frieden nicht kaufen kann. Mein Frieden gebe ich euch, sagt Jesus, nicht wie die Welt gibt. Geld gibt dir keine Zufriedenheit. Die Zufriedenheit gibt es nur in Jesus Christus. Ja, nur in Jesus gibt es Zufriedenheit. Genau, C, bringt Not, da es vergänglich wird oder vergänglich ist. Steht in 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick. Und am Ende in Verderben und Untergang. Deswegen bringt es eben in Not.
Und jetzt wollen wir eine dramatische Folge anschauen, die oft unterschätzt wird, aber im Neuen Testament mehrmals vorkommt. Was Geldgier kostet, was Geldgier bedeutet. Es kann sogar unser Leben kosten. Geldgier kann dein Leben nehmen, physisch sterben. Wir wollen das gleich anschauen. Judas Iskariot war einer der 12 Apostel, die mit Jesus Christus durch Israel zogen. Judas hörte die Reden von Jesus. Er sah die Wunder und ließ sich mit den anderen Aposteln zum Predigen aussenden. Also ein richtig guter Jünger nach von außen her gesehen. Zudem war er für die Finanzen dieser kleinen Schar verantwortlich. Es war also einer, der die Predigten gehört hat, einer, der ausgesandt wurde, einer, der Wunder gesehen hat. Und er war für die Finanzen zuständig. Dies nützte er aus, indem er sich selbst bereicherte. Seine Geldgier brachte ihn schließlich dahin, Jesus für 30 Silberstücke an seine Feinde zu verraten. Johannes 12, Vers 4 bis 6. Er sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Leute, die in Geldgier sind, die tun offensichtlich dramatisch vernünftige Dinge äußern. Das ist aber nur eine Maske, weil sie eigentlich wollen, dass was anderes geschieht. Ziemlich, ziemlich raffiniert. Und dieser hat gesagt, was machst du mit dem Öl? Das geht doch nicht für Jesus und so. Das ist doch Verschwendung. Du könntest es doch verkaufen und dann könntest du das alles in die Kasse geben. Und er hat gedacht, wenn er das macht, dann kann ich bei mir was rein, in meine Tasche. Wichtig ist nicht, was wir sagen, sondern was wir tun. Was ist die wirkliche Motivation? Und hier steht es eben drin. Was ist geschehen? Kurz darauf erhängte er sich. Judas selber. Einer der 12, die mit Jesus so eng waren. Lukas 22, 3 bis 5, Achtung, was hier steht. Aber Satan fuhr in Judas. Ist es möglich, dass Satan in einen wiedergeborenen Christ fährt? Satan fuhr in Judas. Der mit Jesus war, der die Wunder gesehen hat, der zum Predigen draußen war. Aber er hatte eine offene Tür. Satan fuhr in Judas. Was war die offene Tür? Und jetzt kommen wir weg von der Ebene des Finanzseminars, freundlich, dass wir rumsitzen, zu einem dramatischen, heftigen Türöffnung in der satanischen Welt. Wenn du die Tür aufmachst der Geldliebe, machst du die Tür auf, dass etwas geschehen kann, was dein Leben kostet. Mach das bitte nicht. Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde, und aus der Zahl der 12 war, und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefere. Das ist ganz wichtig, mit wem du was besprichst. Mit wem machst du dich eins, ja? Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Also, er hat sich eins gemacht mit der Welt, mit einem Plan. Und was war der Punkt, ihm Geld zu geben? Matthäus 27, Vers 3 bis 5. Und als Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihm. Und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, preist den Herrn, dass er es merkt, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Irgendwann kommt die Reue und ich kenne viele solche Lebensgeschichten, kurz vor dem Ende und wenn die Identität im Geld liegt, dann hat man alles verloren
Und ganz, ganz oft gibt es Gesellschafter, Geschäftsführer, Konzernchefs, irgendwelche Leute, die sich dann vor den Zug werfen, sich selber töten. Und das ist ein neutestamentliches Beispiel, wo Geldliebe das Leben gekostet hat. Ich weiß, es ist keine schöne Sonntagsbotschaft heute, aber es ist wichtig zur himmlischen Beschneidung, dass die Geldliebe rauskommt. Das ist ganz wichtig, ja. Nächstes Beispiel, es wird immer besser. Geldgier kann uns dazu bringen, unsere engsten Freunde zu verraten und zu hintergehen und letztendlich sogar auf unterschiedliche Weise in den eigenen Tod zu führen. Kommen wir zum nächsten Beispiel, Hananias und Sapphira. Worum ging es da? Auch um Geld. Neutestamentliches Beispiel. Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 1 bis 5 und Vers 10. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mal was Gutes erstmal, ja. Hananias beschloss, Achtung, heimlich. Was war bei Judas? Heimlich. Hintenrum irgendwas beschlossen. Hananias beschloss heimlich, einen Teil des Geldes für sich zu behalten. Was war bei Judas? Auch ein Teil davon, für sich zu behalten. Gleiche Geschichte, gleiche Motivation, gleiche Geldgier, aber nur in einer anderen Verpackung. Hananias beschloss heimlich, einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Achtung, hier wurden zwei eins. Achte darauf, mit wem du eins wirst, in welcher Position du eins wirst. Wo zwei eins werden, sagt die Bibel, was immer sie bitten, wird geschehen. Achte darauf, mit wem du eins wirst. Genau. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus, sie schaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du zugelassen, Achtung, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Nächste Frage, ich habe vom Judas, ich habe gerade gefragt, kann der Satan ins Herz fahren? Hier steht drin, Satan hat von ihm Besitz ergriffen. Frage an euch, ist es möglich, dass Satan von einem Wiedergeborenen des neuen Bundes Besitz ergreifen kann? Offensichtlich ja. Wo war die offene Tür? Geldliebe. Geldgier. Das ist die offene Tür. Das ist nichts irgendwie Kleines, Nebensächliches, was wir nicht ansprechen sollten, was nicht schlimm ist. Das ist dramatisch und entscheidet über Leben und Tod. Okay. Warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Achtung, was jetzt kommt, die Vernunft. Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch von dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Also das ist ja nicht das Problem gewesen. Du hättest alles behalten können, ja? Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt oder große Ehrfurcht. Vers 10, jetzt kommt die Frau dazu. Im selben Augenblick fiel Sapphira vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie, dass sie tot war und trugen die Sapphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die Folgen von Geldgier sind, wie soll ich das erklären, schädlich, dramatisch und tödlich. So kann man es beschreiben. Mach das bitte nicht. Nimm Geldgier und Geldliebe als ein Feind in deinem Leben an und sag, ich will frei werden von diesem Ding. Ja? Das gehört nicht zu dir. Ja? Wie können wir umgehen mit Geldgier? Es gibt vier Schritte, wie du frei werden kannst von Geldgier. Alle zusammen. Erkennen, bekennen, lassen, hassen. Das ist eigentlich die vier Schritte für abhängige Menschen. Das ist eigentlich für Befreiungsdienste, eigentlich für Leute, die abhängig sind. Die müssen erstmal erkennen, dass sie überhaupt mal da drin sitzen. Dann, zweiter Schritt, bekennen vor Leuten,
ja, Achtung, ich habe es gemacht, bekennen, dann anfangen, das Ding zu lassen, indem dass man aufhört mit diesen Methoden. Und dann der vierte Schritt ist, nur wir tun können, als wiedergeborene Christen, wir müssen die Sünde hassen, verstehen, dass es Sünde ist und hassen. Nur der vierte Schritt, wir sollen das Böse hassen, wird uns in der Freiheit stehen lassen. Ja? Die ersten drei kann auch die Welt machen, aber die Rückfallquote ist dramatisch hoch. Der vierte Schritt bringt uns dazu, dass wir die Sünde hassen und die Identität in Jesus finden. Alles andere ist nur therapeutisches, schönes Ding. Aber wenn du wirklich frei werden willst, musst du die vier Schritte gehen und sagen, erst einmal, ich erkenne, ich war beim Finanzseminar, fünfter Teil, und ich habe erkannt, ich bin geldgierig. Wenn du das geschafft hast, ist die Tür offen zur Freiheit von Geldgier. Wenn du das nicht schaffst aus Stolz, dann hat es dramatische Folgen für dich, deine Ehe und deine ganze Umgebung. Wenn du das aber erkennst, herzlichen Glückwunsch. Schritt Nummer 1 ist geschafft. Erkennen. Punkt Nummer 2, bekennen. Was ist das? Ihr solltet die Schuld bekennen. Wenn wir die Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt und uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bekenne die Sache vor einem geistlichen Leiter. Hauskreisleiter, Lobpreisleiter, Ältestendiakon, was auch immer, Pastor. Bring es vor einem engen Freund, einen Leiter von dir und bekenne diese Sünde. Es ist eine dramatische Sünde laut dem Neuen Testament. Bekenne es, dann fange an, es zu lassen. Mach dir selber Methoden, wo du sagst, okay, das werde ich nie wieder tun, und ich nehme auch Zeugen mit hinein, die das auch wissen, die mich auch hinterfragen dürfen, die mich auch anschauen dürfen da drin und reingucken dürfen, ob ich das mache. Schau, wo du reingefallen bist, in welche Methoden, in zum Beispiel Schwarzarbeit oder irgendeinen Bereich, wo du aufgemacht hast, und dass Leute da reinfragen dürfen. So, das sind die drei Schritte. Und der letzte Punkt ist, fang an, die Sünde zu hassen. Hasse das Böse, sagt das Wort. Ja? Der letzte Schritt gibt dir die Kraft, das ganze Ding überhaupt zusammenzubauen. Wenn du nur die ersten drei Schritte gehst, ist die Rückfallquote sehr hoch. Der vierte Schritt, das Hassen des Bösen, ist dazu da, dass die Geldgier rausgekickt wird. Und dann muss etwas Neues ersetzt werden. Geld geht raus und dein Herz muss an Gott geklebt werden. Dann bist du wirklich frei. Dann bist du nicht nur frei von Geldliebe oder von Geldgier, sondern du bist frei, in einem Strom des Himmels laufen zu können, was ich nenne, den Segen Abrahams. Das ist richtig gut. Das ist allumfassend in allen Bereichen. Ja? Genau, nimm eine weitere Person deines Vertrauens dazu, einen Leiter, einen christlichen Freund, wen auch immer. Alles, was ans Licht kommt, verliert seine Macht. Nimm eine weitere Person dazu. Erlaube dieser Person, in dein Herz und in dein Leben hineinzuschauen. Und nimm die Tipps, die wir hier gelernt haben, für biblisch fundierte Ratschläge an und setze sie um in deinem Leben. Beginne die Geldgier nicht als Teil von dir anzusehen, sondern entscheide dich dafür, sie zu hassen und bewusst ablegen zu wollen. Ja? Und handle auch praktisch danach. Warum? Weil die Geldgier sitzt in deinem Herzen drin. Sprüche 4, Vers 23 aber sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, alle zusammen, behüte dein Herz, denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, dein Bankkonto und dein Passwort und deine Aktiendinger, und genau, du weißt genau, wo das bewahrt ist. Ja? Falls ein Feuer aufkommt, hast du noch eine Sicherung irgendwo. Aber wo ist die Datensicherung und die Schutzmaßnahmen und die Passwörter deines Herzens? Wo ist das Bewahrte deines Herzens? Die Bibel sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Wir haben gestern gelernt, dass wir als Deutsche einer der reichsten Nationen der Erde sind. Und wir sind dankbar dafür, oder? Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht hinter dem Geld hinterherlaufen, dass wir nicht das Geld lieben, denn die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösen. Ja, und deswegen sagt die Bibel hier, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn du leben willst, ist es nur dann möglich, wenn in deiner Quelle Jesus drin sitzt. Wenn da aber Geldliebe drin sitzt und keiner guckt drauf, dann ist es eine Wurzel allen Bösen. Und ich rate dir in deinem Herzen, dass Jesus drin sitzt und nicht Geldliebe. Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle. Geh ganz bewusst gegen den Gedanken der Geldgier an. Entscheide dich im Einklang mit dem Wort Gottes, deine Finanzen gut zu verwalten. Ein weiterer sehr praktischer Weg gegen Geldgier ist, Achtung, einfach geben.
Das tut weh. Nein. Du denkst, es ist das Ende deines Lebens. Aber es schneidet Geldgier richtig gut raus. Ja? Okay, ganz einfach. Ja. Entscheide dich dabei, mit Freude zu geben. Ich muss mich auch noch freuen. Halleluja. Ja, nicht so. Ja. Aber es ist eine Entscheidung, die nichts mit Gefühlen zu tun hat. Denn die Bibel sagt, wenn ihr gebt, dann macht das mit Freude. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja? Fange an, den Heiligen Geist zu fragen, wo du etwas investieren kannst. Sei dann, wenn er zu dir gesprochen hat, gehorsam und gib. Also wenn du ihn fragst, Gott, wo soll ich investieren? Gibt es irgendeine Aktie, Gott, wo du mir sagst, die Nummer, bitte jetzt. Ich höre. Dann willst du schreiben. Zahle deine Steuern. Gib 2000 in die Gemeinde. Ist nicht das, was du hören wolltest. Wenn der Heilige Geist spricht, dann sei aber gehorsam und handel auch danach. Ich habe die Zeugnisse erzählt im Laufe des Seminars. Immer wenn ich das gemacht habe, ist eine dramatische Ernte danach gekommen. Richtig gut, das macht richtig Spaß. Ja? Und wenn du lernst, mit dem Heiligen Geist dein Geld zu verwalten, macht das richtig Spaß. Das ist richtig gut, ja. Ein wesentlicher Schritt zur Veränderung ist zu verstehen, dass wir nur Verwalter sind. Das, was du hast, ist doch nicht deins. Ob du jetzt 5 Euro hast oder 5 Millionen, du bist nur ein Verwalter von dem, was Gott dir in deine Hände gegeben hat, für die Zeit, die du auf dieser Erde bist. Lass uns treue Verwalter sein. Das haben wir ja gelernt heute, die letzten paar Male schon. Lass uns treue Verwalter sein. Das hilft ganz arg. Ebenso entscheidend im Herzen ist zu verstehen, dass Jesus unser Versorger ist. Nicht dein Geld versorgt dich. Jesus versorgt dich. Ja? Beginne, in sein Reich zu investieren und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Nach Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also wenn du in diesem Fluss lebst, dass du trachtest nach seinem Reich, wirst du etwas erleben, das himmlisches Hinzutun zustande kommt. Also Gott sorgt sich um deine Lebensdinge, wenn du dich um ihn sorgst, also mit dem Reich Gottes. Nimm dir bewusst Zeiten mit Jesus. Lerne ihn neu als Versorger kennen. Die Frage der Geldgier ist eine Frage der Beziehung. Du musst eine Beziehung zum Versorger haben, um eine Beziehungsebene des Vertrauens zu haben. Gott ist mein Versorger. Es ist kein technisches, ich gebe dem so viel und dem so viel. Es hat was mit Beziehung zu Jesus zu tun. Und wenn du verstehst, dass er dein Versorger ist, kannst du locker weitergeben, weil du nur ein Verwalter bist. Es hat was mit Beziehung zu tun. Wir sind zwar bei einem Finanzseminar, aber es hat was mit Beziehung zu tun, ja? Mit der Beziehung zum Versorger. Leg dir bewusst Bibelstellen hin und lese diese Bibelstellen, in denen Gott als Versorger beschrieben wird, wo du ihn neu entdeckst als Versorger und entscheide dich, ihm neu zu vertrauen und alles in seine Hände zu legen. Werde frei von Geldgier. Gut. So, okay. So, dann der nächste Punkt. Wir haben Geldgier, Geiz und Mammon. Und wir kommen zum nächsten Punkt, Geiz. Ready für Geiz? Ihr seid heute so voller Freude. Halleluja. Geiz kann in seinen extremen Ausmaßen ebenso zerstörerisch sein wie Geldgier oder Habsucht. Genau das Gleiche, nur in der andere Richtung eben. Nach dem Duden wird es beschrieben als übertriebene Sparsamkeit. Ja. Im Grunde sind Geiz und Habsucht eng miteinander verwandt. Denn beide entspringen aus dem Verlangen, immer mehr haben zu wollen. Besitztümer anzuhäufen und nicht mit Außenstehenden zu teilen. Ein erheblicher Unterschied besteht jedoch darin, dass ein habgieriger Mensch sein Geld schlussendlich investiert. Güter kauft und damit wirtschaftet, und immer mehr zu bekommen. Der Geizige hingegen hält in den meisten Fällen alles zurück, versteckt es und spart es an. Das ist eben der Unterschied zwischen Geiz und Geldgier oder Habsucht. Geiz ist so weit, dass er sagt, ich bin nicht bereit, für meine Familie Geld auszugeben. Die Beweggründe des Geizes sind folgende 4 Punkte. Es ist Angst, es ist Unsicherheit, es ist fehlendes Vertrauen in Gott und ganz oft steckt auch Werksgerechtigkeit drin.
ganz viel ist in der Prägung drin, wie man selber gelernt hat von den Eltern, von der Prägung, von der Vergangenheit. Menschen, die im Geiz drin sitzen, sitzen oft in Angst, etwas verlieren zu wollen oder am Ende das nicht reichen wird, ist Angst. Punkt Nummer zwei, eine Unsicherheit. Oh, ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird. Ich weiß nicht, wie ich die nächste Stromrechnung und Gasrechnung bezahlen werde. Unsicherheit. Der Punkt Nummer drei, ich habe ihn gerade angesprochen, hat was mit Beziehung zu tun, ein fehlendes Vertrauen in Gott. Da lade dich ein, dass du mit Gott eine Beziehungserneuerung machst. Ja? Und ganz oft Werksgerechtigkeit versteckt, du, auch von den Eltern ganz oft, du kriegst nur dann, wenn du etwas richtig machst. Jesus aber sagt anders, du hast alles falsch gemacht und ich gebe dir alles. So ist Jesus. Ja? Er gibt dir frei, vorher, ohne Werksgerechtigkeit, allein durch Glauben. Wenn du frei werden willst von Geiz, musst du an diese Punkte ran. Es hat nichts zu tun mit deinem Geld. Wie werden wir frei von Angst? Die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Du musst Liebe reinhauen, dann geht die Furcht raus. Unsicherheit, wie vertreiben wir Unsicherheit? Fang an, mit Gott in eine Beziehung zu gehen und werde frei von dieser Unsicherheit, indem dass du ihn erlebst als ein Versorger. Fehlendes Vertrauen in Gott hat auch mit Beziehung zu tun und Werksgerechtigkeit wirst am besten frei, indem dass du die Gnade kapierst. Füll dich mit Gnadenlehren, ja? Dass du verstehst, was ist die Gnade. Der Deckmantel ist oft ein verantwortungsvolles Sparen. Die nennen immer solche Sachen, wir müssen doch vernünftig sein, wir müssen doch vorsorgen und verantwortungsbewusst müssen wir doch sparen. Und ganz oft sitzt da drin aber versteckte vier Punkte des Geizes. Wir können Geiz oft nur schwer in uns selbst entdecken. Also, ja, können wir selber schlecht sehen. Daher ist es wichtig, regelmäßig außenstehende Personen zu fragen. Zum Beispiel deinen Ehepartner. Jetzt lacht ihr freundlich, ja? Oder enge Freunde. Frag sie doch mal. Du, Richtung Geld, wie siehst du mich eigentlich? Enge Freunde. Bin ich geizig? Bin ich verschwenderisch? Bin ich geldgierig? Frag doch einfach mal. Glaub mir die und sag ihnen, hey, bitte sag mir auch die echte Meinung. Ich war beim Finanzseminar, ich glaube, ich muss da irgendwas bereinigen. Gibt's da was? Und dann werden die Leute sagen, Und dann bitte hau nicht drauf, ja? Sondern sag, okay, ich weiß, tut weh, aber bitte sag mir die ehrliche Meinung. Wir nehmen es dann vor Gott, ja? Nicht draufhauen, wenn die sich schon mal öffnen, ja? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einer engen Familienangehörigen, wo ich betreut habe. Und die sind verheiratet. Und dramatische Geschichte war da. Die sind Millionäre, haben alles Mögliche und haben viel, viel, viel Geld, aber der Mann ist geizig. Und die Frau ist eine Glaubensfrau und ich ermutige sie immer, hey, bleib stark und so, mach das und so. Aber der Geiz hat die Luft weggedrückt. Und es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Der Mann hatte Angst in seinem Alter, dass er es nicht irgendwie schafft und hat schon im siebenstelligen Bereich über 1 Million, habe ich gesehen, liegt da rum und immer noch ist zu wenig. Und irgendwann war es so, es war Winter und die Frau wollte eine Jacke kaufen für ihre Tochter. Und der Mann sagt, okay, alles klar, diese Winterjacke kaufen wir und dann sucht er stundenlang im Internet, wo man es noch ein paar Cent günstiger kriegt, diese Jacke. Und das war der Punkt, dass sie weggegangen ist von ihm. Das war der Tropfen, der den Becher überlaufen hat lassen. Jahrelange Geiz und dann sagt er, okay, wenn du gegen mich gehst, ist es schlimm, aber wenn du gegen unsere Kinder gehst, dann ist es zu arg. Und hat gesagt, und ich gehe. Ich kann nicht mehr. Dieser Geiz zerstört uns. Wir sind in die Seelsorge reingegangen. Ich habe gesagt, nein, bitte wieder zurück, bitte vergib ihm und so. Und Gott hat die Ehe wieder gerettet. Ja, das war richtig dramatisch gut. Aber man muss an die Punkte ran. Ich kann euch die Geschichte jetzt nicht erzählen, wie diese Punkte rausgingen. Die gingen dramatisch krass raus, alle. Aber Gott hat die ganze Familie wieder verändert. Richtig, richtig schön, ja. Richtig schön. Was machen wir mit unserer Weltwirtschaftskrise hier 2008? Was machen wir mit der Corona-Krise, jetzt wo wir hatten? Was machen wir mit der aktuellen Energiekrise? Diese ganzen Krisen, die auf uns draufströmen und hohe Preise produzieren, versuchen manchmal in dein Herz einen Gedanke reinzubringen des Geizes. Lass es nicht zu, schmeiß es wieder raus.
Ja? Schmeiß es raus und sag, nein, ich vertraue dem Herrn. Er ist der Versorger in meinem Leben. 1. Timotheus 6, Vers 9 haben wir schon ganz oft gelesen. Die werdet ihr fast auswendig wissen, wenn ihr nach Hause geht. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Hier sitzen ganz viele dramatische Ehegeschichten drin. Und ich lade dich ein, dass du im Ansatz schneidest und sagst, nein, ich lasse keine Geldliebe zu und keinen Geiz zu. Denn die Folgen sind dramatisch für dich und deine Familie. Wer aus Geiz heraus lebt und handelt, dient dem Mammon, da er seine Sicherheit in seinem Besitz und seinem Ersparten sieht und nicht in Gott. Aber Gott ist großzügig in Liebe. Johannes 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wow, so ist Gott. Er schenkt uns alles. Also er ist weder geizig noch geldliebend, ja. Er ist verschwenderisch in Liebe. So ist Gott. Ich habe gestern den Gedanken gemacht, dieser Gedanke hat in meinem Leben Thema Finanzen was Dramatisches verändert. Ich habe es gestern kurz erwähnt, ich erwähne es nochmal. Da hat ein Prediger folgenden Satz gesagt, und das war ein Rema-Wort in meinem Leben. Er hat gesagt, Johannes 3, 16, hört es mal jetzt aus der Sichtweise des Geldes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was hat Gott gemacht? Er hat alles, was er hatte, und das Wertvollste, was er hatte, gegeben. Wow. Das ist unser Gott. Er gibt nicht nur alles, was er hat, sondern auch noch das Tiefste, seinen einzigen Sohn. Und die, wo das bekommen, die töten ihn auch noch. Und foltern ihn. So groß ist die Liebe unseres Gottes. Er ist verschwenderisch in Liebe, weil er will, dass wir in der Ewigkeit mit ihm sind. So groß ist die Liebe. Ja? Und es hat zu tun mit Geben. Es hat zu tun mit dem, was du hast, zu geben. Johannes 10, 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Überfluss im Leben bedeutet mehr wie nur Geld. Das hat Einfluss auf alles, auf alle Lebensbereiche deines Lebens. Matthäus 6, Vers 32 und 33. Denn nach diesen allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugetan werden. Die tiefsten Wünsche, die wir haben, werden nicht durch Geld erfüllt. Die tiefsten Wünsche, die wir haben, ist ein Wunsch nach Frieden, ein Wunsch nach Freude, ein Wunsch nach Liebe. Und das kann nur uns Jesus geben. Nicht deine Güter. Nicht deine Sicherheit. Es geht nur in Jesus. Da sagt Jesus in Johannes 14, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt und sei auch nicht furchtsam oder ängstlich. Es gibt einen Frieden, den die Welt uns gibt, aber den echten Frieden bekommen wir von Jesus. Amen. Ich lade dich ein, deinen Geiz abzulegen. Nochmal die Empfehlung, gleich wie Geldgier. Der einfachste Weg, die einfachste Methode, um Geiz abzulegen, ist einfach geben. Ja? Wir sind in der guten Position hier in der Gemeinde, wir wollen euer Geld gar nicht. Wir machen das nicht, um euer Geld zu bekommen. Wir machen das hier, damit du dein Herz an Gott gibst. Ja, wenn du das tust, dann hast du dramatisch viel gewonnen. Ja, das ist das Gute. Sollte Geld ein großes Konfliktthema in deiner Ehe sein, nimm bitte eine dritte Person mit rein. Ein Hauskreisleiter, einen engen Freund, einen Pastor, Diakon, Ältesten, was auch immer. Lass nicht zu, dass so etwas Unwesentliches wie Geld die Zerstörung deines Lebens, deiner Familie mit sich bringt. Lass Geld ein Mittel sein, dass es dir und deiner Familie und anderen zum Segen dient. Amen. Also, wir haben drei Themen da drin. Das eins war Geldgier, haben wir angeschaut, dramatisch schlimm. Geiz, genauso dramatisch schlimm. Und jetzt kommen wir zum Mammon.
Wird immer cooler hier, gell? Was ist der Begriff Mammon? Griechisch heißt es Mammonas und bedeutet einfach nur Besitz oder Habe. Besitz oder Habe. Aramäischer Begriff heißt Vermögen, Besitz. Und jetzt das, worauf man sich verlässt. Das ist Mammon, ja? Wo kommt das vor? Jesus sagt es ganz deutlich und es ist sehr bekannt. Niemand kann zwei Herren dienen in Matthäus 6, Vers 24. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Können wir zusammen sagen, das Dicke? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also entweder wir dienen Gott oder wir dienen dem Mammon. Beides geht nicht. Und das wirst auch nicht du schaffen, wenn Jesus sagt, es geht nicht. Egal wie intelligent du bist. Das geht nicht, weil es ist ein geistliches Gesetz, dass es nicht geht. Funktioniert nicht, ja? Was ist also hier dieses Mammon? Hier steht drin, ihr könnt nicht Gott dienen oder dem Mammon. Das heißt, entweder dienst du Gott oder du dienst dem Mammon. Das Mammon, also dein Besitz, ist nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist, dem Mammon dienen, hinterherlaufen, hinter dem hinterhergehen, dem Mammon dienen. Das ist das Entscheidende. Mammon versucht, die Verehrung, die eigentlich Gott zusteht, zu erhalten. Okay? Weil ein pastorales Mmm kam, wiederhole ich es. Mammon versucht die Verehrung, die eigentlich Gott steht, ja, zu erhalten, damit es ankommt. Alle zusammen. Mm, mm, ja. Papa, alle machen dir mit, ja? Gut. Mammon versucht uns von Gott wegzubringen, indem wir unsere Sicherheit in unsere Versorgung auf das Geld stützen und dabei nicht mehr auf Gott vertrauen. Das ist der Gedanke von Mammon. Das Geld wird zu Gott oder anders ausgedrückt zum Götzen. Götzendienst, ja? Epheser 5,5, Achtung, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Ziemlich krass, oder? Also der Habsüchtige wird genauso in den gleichen Pott wie die Ehebrecher reingestürzt. In den gleichen Topf. Ihr sollt wissen, dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner und kein Habsüchtiger, das ist nämlich ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Ich glaube, es ist dramatisch höchste Zeit, dass wir biblischen Umgang mit Geld lernen. Es ist wichtig. Okay, jetzt haben wir. Jetzt sind wir auf einer Wellenlänge, das ist gut. Behüte dein Herz und achte auf deine Gedanken und deine Taten. Lass nicht zu, dass Geldgier ganz schleichend in dein Herz reinkommt und sich breit macht. Diene stattdessen Gott von ganzem Herzen. Jetzt möchte ich euch ein Beispiel vorlesen. Das Beispiel hat mich echt bewegt. Und dann wollen wir auch bald zu der 60-Punkte-Liste kommen. Im Jahr 1923, also vor 100 Jahren, trafen sich 9 der wohlhabendsten Menschen der Welt im Edgewater Beach Hotel in Chicago. Deren Wohlstand, zusammengerechnet überstieg Schätzungen zufolge, selbst den Wohlstand der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu der damaligen Zeit. Diese Männer wussten, wie man seinen Lebensunterhalt verdiente, wie man Wohlstand vermehrte, und folgende Männer waren bei diesem Treffen anwesend. Ich lese mal das vor. Der Präsident der größten Stahlfirma, Charles M. Schwab, der Präsident der größten Versorgungsunternehmen, Samuel Insull, der Präsident der größten Gasunternehmens, Howard Hobson, der Präsident der New York Börse, Richard Whitney, der Präsident der Bank der internationalen Zahlungsausgleichs, Leon Fraser, der größte Getreidelieferant, Arthur Cutten, der größte Bär der Wall Street ist Jess Livermore. Der Kopf der größten Wirtschaft der Welt ist Ivar Krüger. Und ein Mitglied von Präsident Hardings Kabinett war Albert Fall. Diese 9 Leute. Nun, was passierte 25 später mit diesen Männern? Der erste. Charles M. Schwab lebte 5 Jahre lang von geliehenem Geld, bevor er bankrott ging. Howard Hobson, der zweite, wurde für verrückt erklärt. Arthur Cutten starb insolvent.
Richard Whitney musste ins Gefängnis. Albert Fall wurde aus dem Gefängnis begnadet, um in Frieden zu Hause sterben zu können. Jess Livermore beging Selbstmord. Eva Krüger beging auch Selbstmord. Leon Fraser brachte sich auch um. Samuel Insull starb ohne einen Cent. Sie vergaßen, neben all dem Geldverdienen auch zu leben. Geld an sich ist nichts Böses oder schlecht. Geld kann Hungernden versorgen, Medizin für Kranke kaufen, den Bedürftigen etwas zum Anziehen besorgen. Geld ist nur ein Tauschmittel. Wir brauchen zwei Arten von guter Lehre und von guten Anweisungen, wie wir unser Leben und unseren Halt verdienen und wie wir leben lernen. So viele von uns sind so sehr in das professionelle Leben vertieft, dass wir unsere Familien, unsere Gesundheit, unsere sozialen Verpflichtungen vernachlässigen oder gar ganz ablehnen. Als Grund für das ständige Arbeiten und Geldverdienen nutzen wir häufig diesen Satz: Ich tue das für meine Familie. Doch unsere Kinder schlafen noch, wenn wir das Haus verlassen. Sie schlafen bereits, wenn wir wieder nach Hause kommen. Und wenn wir 20 Jahre später dann Zeit für sie haben, dann sind sie nicht mehr da. Verfolgen ihre eigenen Träume und leben ihr eigenes Leben. Jetzt kommt ein wichtiges Bild, was wichtig ist. Ohne Wasser kann ein Schiff sich nicht bewegen. Stimmt, oder? Ein Schiff benötigt Wasser. Doch wenn das Wasser in das Schiff hineindringt, hat es mit existenziellen Problemen zu kämpfen. Was einst ein Leben zum Mittel war, wurde nun ein Mittel der Zerstörung. Ja, wir leben in einer Zeit, dass unabdingbar ist, Geld zu verdienen. Doch gleichzeitig ist das Geldverdienen nicht in unser Herz. Also ist wichtig, dass das Geldverdienen nicht in unser Herz eindringt. Denn dann wird auch das Geld, das uns als Mittel zum Leben dienen soll, ein Werkzeug der Zerstörung. Nimm dir einen Moment und frage dich selbst: Ist Wasser bereits in mein Schiff eingedrungen? Sollen wir an dieser Stelle kurz beten? Meint ihr, das ist gut? Wer von euch sagt, ich möchte frei werden von Geldgier, Mammondin und von Geiz? Jesus, du siehst alle Hände, die jetzt gestreckt wurden. Du siehst alle Leute, die jetzt bereit sind, diese Mammon-Dienerei aufzugeben, Geldgier und Geiz abzuschneiden. Und in Jesu Namen bekenne ich jetzt, dass dieser Götze stirbt, in Jesu Namen. Dass diese Lüge rausgeht und dass unser Herz nur an Jesus hängt, nicht am Geld, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Halleluja, das war gut. Jetzt kommt ein bisschen leichtere Kost und dann wollen wir in die 16-Punkte-Liste hinein. Wir wollen kurz noch darüber sprechen, über Schulden und Verleihen. Da dürfen wir Schulden machen oder nicht? Ausführlich kann ich das aus Zeitgründen jetzt nicht machen, aber im Buch habt ihr dann alle Punkte drin. Was sagt die Bibel in Römer 13, Vers 8? Seid niemand etwas schuldig. Ganz einfach, ne? Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Halleluja. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Es gibt also eine Schuld, die kannst du nie zurückbezahlen. Die kannst du nur erfüllen die ganze Zeit, einander zu lieben. Aber die andere Schuld soll zurückbezahlt werden, also seid niemand etwas schuldig. Ja? Genau, Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche hat die Armen in seiner Hand und wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Hier steht es drin, ja. Es gibt bestimmte Ursachen von Schulden. Punkt Nummer 1 ist Habsucht. Punkt Nummer 2 ist Kleinglaube. Die ganzen Bibelstellen könnt ihr dann im Buch lesen. Punkt Nummer 3 sind falsche Wertmaßstäbe. Punkt Nummer 4 ist ein verschwenderischer Lebensstil. Das sind alles Punkte, die zum Beispiel durch die Werbung, 0% Finanzierung, kaufe jetzt, zahle später, ja, diese ganzen Dinge, mach alles auf Kreditkarte, mach das alles und so. Und plötzlich kann es sein, dass du in einem Strudel der Schulden versenkt wirst. Der Gedanke ist, dass du
dass du die Schulden schnell und schnell los wirst, weil man nicht unter einem anderen Joch stehen will, nur unter Jesus. Ja? Das ist sehr, sehr, sehr schnell und kurz gesagt. Im Buch könnt ihr es nachlesen. Die nächste Frage, die wir anschauen wollen, ist, was sagt die Bibel über das Verleihen von Geld? Sprüche 37, Vers 21. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Der Gerechte aber ist gütig und gibt. Psalm 112, Vers 5. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leiht. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. Matthäus 5, Vers 32. Gib dem, der dich bittet, und weise nicht ab, der dir von dir borgen will. Das ist ganz deutlich. Dürfen wir leihen? Ja, logisch, macht es. Und jetzt kommt eine ganz dramatische Bibelstelle, die du vielleicht noch nie gehört hast, die aber dein Leben verändern könnte. Folgendes. Lukas 6, 30. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Voll krass, oder? Wenn du bereit bist, zu geben, ohne zurückzufordern, erfüllst du ein Gebot Jesu. Wenn Leute mich fragen, Daniel, kannst du mir 1.000 Euro ausleihen? Übersetze ich es für mich, kann ich ihnen 1.000 Euro schenken. Mit dem Moment, wo ich es ausleihe, bin ich frei von diesem Ding und habe es abgegeben in Gottes Hände. Ich fordere nichts zurück, alle Konflikte sind gelöst. Wenn er zurückzahlt, preist den Herrn, habe ich wieder Saatgut. Preist den Herrn. Weitergeben, ja? Aber ich werde nicht sagen, ich habe dir vor 6 Monaten aber das ausgeliehen. Und warum gibst du mir das nicht zurück? Wie viele dramatische Geschichten gibt es hier in der Gemeinde, gibt es im Reich Gottes, weil Leute irgendwie Geld gegeben haben und es nicht zurückgekriegt haben? Gib doch diesen Quatsch los. Hör doch auf mit diesem Ding. Gib es in Gottes Hände. Die Frage ist immer, Gott, möchtest du, dass ich dieses Ding verschenke oder nichts? Und dann lass los. Dann bist du ziemlich frei von Geldgier und von Habgier da drin. Ja? Genau. Wir sollten geben, ohne zu erwarten, wieder zurückzubekommen. Ein solches Geben und Schenken kann auch dann Bitterkeit und ähnliche Empfindungen wieder lösen. Wenn wir geben, ohne etwas zurückzuhalten, ist unser Herz frei. Es gibt ganz viele Punkte, auch mit Bürgschaft und so weiter. Wir wollen noch kurz reingucken, könnt ihr dann im Buch nachlesen, über die Frage der Zinsen. Dürfen wir Zinsen verlangen oder nicht, wenn du Geld weitergibst? Was sagt die Bibel über Zinsen? Ich nehme eine Bibelstelle hier. In 3. Mose 25, Vers 35 bis 37. Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen, wie den Fremden beisassen, damit er neben dir leben kann. Du sollst nicht Zins von ihm nehmen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir lebt. Dein Geld sollst du ihm nicht gegen Zins geben und deine Nahrungsmittel sollst du nicht gegen Aufschlag geben. Hier steht es drin, ein Bruder, der in Armut ist, sagt das Wort Gottes nicht mit Zinsen. Was aber Jesus erwähnt, in der letzten Bibelstelle, ist Matthäus 25, Vers 27. Matthäus 25, Vers 27. Da gibt er einen Hinweis bei diesem 1 Talenter, 2 und 5 Talenter. Hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können, dann hätte ich das meine immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Ja? Also die Bibel ist nicht gegen Zinsen, aber sie verbietet, dass wenn wir mit Brüdern zu tun haben, die in Armut sind, dass wir ihnen helfen aus freigebigem Herzen. Das mal ganz kurz zum Thema Verleihen, Schulden und Zinsen. Gibt es viel mehr auch im Buch dann zu lesen. Jetzt kommen wir zu der Krönung am Ende, 60-Punkte-Liste. Bitte nimm mal dein Skript raus oder dein Handout. Und wir werden jetzt das vorlesen. Willst du hinlegen, oder? Wir werden jetzt mit 2 Stimmen hier vorne arbeiten, damit ihr immer wisst, was ist weise und was ist nicht weise. Ja? Die Pastorenstimme heißt weise. Ist das okay, oder? Und in Jesu Namen brechen wir jetzt schon alle Worte, die unweise ausgesprochen wurden. Nur die weisen Dinge werden dich treffen. Amen? Ja? Okay. Was sind die wichtigsten Tipps im Umgang mit Geld? Punkt Nummer 1. Nimm das Thema Geld oder Finanzen ernst. Ignoriere das Thema Finanzen einfach. Achte auf deine Herzenshaltung beim Geben.
Gott ist mein Herz egal, wichtig ist mein Geld. Ignoriere deine innerliche Motivationen. Prüfe, ob du habgierig bist. Die anderen vielleicht, aber ich doch nicht. Gott hat die Priorität in meinem Leben. Geld und Wohlstand haben die Priorität in meinem Leben. Vertraue auf Gott. Mach dir Sorgen. Ich beherrsche das Geld. Das Geld beherrscht mich. Übe Autorität über deine finanzielle Situation aus. Glaube und Geld haben nichts miteinander zu tun. Sei dankbar und zufrieden. Beschwer dich und nörgle rum. Entscheide dich dafür, gerne zu arbeiten. Ich hasse meinen Job. Sei fleißig. Ich tue nur das Nötigste. Sei großzügig. Sei geizig. Gib mit Freude. Bereue, dass du etwas gegeben hast. Gib ohne Angeberei. Erzähle allen, wie viel du gibst. Gib regelmäßig und bewusst. Gib, wenn dir danach ist. Gib dem eigenen Einkommen angepasst. Gib, was andere dir sagen. Gib in Liebe. Gib mit einem bitteren Herzen. Gehe verantwortungsvoll mit dem um, was du hast. Gib einfach alles aus. Lebe genügsam. Begehre den Besitz deines Nächsten. Gib regelmäßig den Zehnten, Spenden und teile mit anderen. Mein Geld gehört mir. Sei ein guter und treuer Knecht. Böser und fauler Knecht. Gebe und empfange. Kaufe und verkaufe. Sähe und ernte. Bekomme und behalte. Sei voller Glauben. Habe Angst. Meine Sicherheit ist Gott. Meine Sicherheit ist mein Geld. Sammle himmlische Schätze. Irdische Reichtümer anhäufen. Gib glaubensvoll und im Gehorsam. Es ist doch egal, wie viel ich gebe. Hauptsache, ich gebe etwas. Gott gehört alles. Mir gehört alles. Aller Reichtum kommt von Gott. Ich habe mir meinen Wohlstand selbst erarbeitet. Gott gibt uns die Fähigkeit, Geld zu erarbeiten und zu verdienen. Ich mache alles aus eigener Kraft. Verdiene dein Geld ehrlich. Schwarzarbeit. Nimm den Segen Abrahams an. Lebe nur aus dir heraus. Arbeite für Gott. Arbeite für Geld. Empfange Leben und lebe im Überfluss. Lass dich vom Dieb bestehlen, der nur kam, um zu schlachten und zu verderben. Gott erfüllt deine Bedürfnisse. Ich muss all meine Bedürfnisse selbst stillen. Finanziere übergemeindliche Hilfsprogramme. Die Leute sollen selber schauen, wie sie zurechtkommen. Setze Brüder und Schwestern für den vollzeitlichen Dienst frei. Die sollen doch was Richtiges machen. Mit deinem Geld kann Gemeinde gebaut werden. Mit deinem Geld wird nur dein eigenes Haus gebaut. Gebt, so wird euch gegeben werden. Gib, dann wirst du weniger haben. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Wenn ich mein Weniges noch gebe, verliere ich bald alles. Frage Gott, wo du deine Finanzen hineininvestieren sollst. Investiere deine Finanzen dorthin, wo du willst. Suche dir einen geistlichen Ratgeber. Sprich mit keinem über dein Geld. Sprich und handle im Glauben, rufe Finanzenexistenz und erwarte eine göttliche Ernte. Sprich in Mangel und erwarte Mangel. Zahle deine Steuern. Hinterziehe Steuern. Plane deine Finanzen und Ausgaben, erstelle einen Finanzplan, verschaffe dir einen Überblick über das, was du hast und das, was du ausgeben kannst oder möchtest. Warte einfach bis zum Monatsende, falls noch etwas übrig bleibt. Kaufe lebensnotwendige Dinge, zum Beispiel Nahrungsmittel. Kaufe nur unnötige, teure Luxusgüter. Vermeide Spontaneinkäufe. Kaufe ein, wonach dir gerade ist. Versuche Dinge nicht über Jahre zu bezahlen, sondern zahle sofort. Zahle in Raten. Vermeide unnötige Schulden. Kaufe stets über deine Möglichkeiten ein und mache viele Schulden. Wenn du bereits Schulden hast, zahle sie so schnell wie möglich zurück. Bis zur Rente habe ich noch genügend Zeit, meine Schulden zu bezahlen.
Nimm keine Kredite für Konsumgüter auf. Ich brauche das doch unbedingt. Überlege dir gut, welche Versicherung du noch wirklich brauchst. Ich muss mich doch gegen jegliche Gefahr absichern. Lerne einzuteilen, was du hast. Schau einfach, wie es ausreicht. Gib nicht nur Geld aus, sondern spare vernünftig. Gib alles aus. Denke daran, Geld für Notfälle oder besondere Umstände zurückzulegen. Reg dich auf, wenn deine Waschmaschine kaputt geht. Sorge für schwierige Zeiten vor. Der Staat muss für mich sorgen. Wenn du Geld investieren willst, zum Beispiel in Aktien, beachte eine Regel, investiere nur dann Geld, wenn du dir auch den Verlust leisten kannst. Es wird schon ein Gewinn dabei herausspringen. Sammle händeweise. Investiere in allen möglichen schnellverzinslichen Anlagen. Verleihe ohne zurückzufordern. Mach deinem Schuldner Druck. Verleihe ohne Zinsen. Lege Wucherzinsen auf. Verleihe, also gebe. Leihe, bekommen. Amen. Finanzseminar Teil 5 ist fast fertig. Das Wichtigste kommt jetzt. Beim Thema Finanzen geht es nicht um Geld, sondern um eine Beziehung zu Jesus. Genau. Wir haben heute viel gehört und ich denke auch in den vergangenen Tagen ging es viel um Hingabe. Und wir alle sind suchend und deshalb haben wir gewisse Dinge gemacht, sind gewisse Wege eingegangen. Und ich finde gerade das Beispiel mit Finanzen zeigt sehr gut, ob ein Mangel in unserem Herzen da ist oder nicht. Ich kann euch sagen, der Mangel in meinem Leben wurde vor 7 Jahren restlos gestillt. Vor 7 Jahren durfte ich Jesus kennenlernen als meinen persönlichen Erretter, als meinen Erlöser. Er hat mich freigemacht von der Drogensucht, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und er hat all die Sehnsüchte, die ich hatte nach irgendwelchen Dingen, vollständig ausgefüllt. Und ich glaube, wir hatten heute eine wundervolle Möglichkeit zu spüren, ob ich mein ganzes Leben wirklich Jesus hingegeben habe. Es wurden heute viele Punkte angesprochen, die uns doch aufzeigen, ob unser Herz wirklich ganz erfüllt ist mit Jesus, ob wir es ganz ihm anvertraut haben. Und als wir heute Morgen für den Gottesdienst gebetet hatten, hatte ich einen Eindruck und ich habe gesehen, dass dieses Wochenende ein Wochenende wird, wo ein Kurswechsel in dem Leben von dem einen oder anderen geschehen wird. Und über das Seminar hin jetzt, über den Gottesdienst hin heute, habe ich verstanden, um was es geht. Es geht um Hingabe. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Wisst ihr, Jesus als Erretter wird erst sichtbar in unserem Leben, wenn wir verstehen, dass wir wirklich Errettung brauchen. Und wir wollen dir, euch, uns allen heute Morgen die Möglichkeit geben, dass wir uns erretten lassen können. Und wenn du merkst, dass du eigentlich dein Leben schon mal Jesus gegeben hast, aber doch all diese Dinge immer noch so einen Platz in deinem Herzen haben, dann lade ich dich heute Morgen ein, dein Leben neu ihm ganz hinzugeben. Jeden Bereich, deine Finanzen, alles, was dazugehört, deine Pläne, deine Träume, deine Wünsche, deinen eigenen Willen. Ich kann dir sagen, es ist das Allerbeste, was du tun kannst. Dein Leben ganz in die Hände zu geben, der von sich selber sagt, dass er die Liebe selbst ist. Und er weiß genau, was du brauchst. Und ich möchte einfach die Einladung aussprechen, dass du heute Morgen dein Leben in die Hände Jesu geben kannst. Dass dir heute Morgen vergeben wird von all den Dingen, die du in deinem Leben falsch gemacht hast. Und dass mit dem heutigen Tag ein Kurswechsel in deinem Leben zustande kommt. Das zählt natürlich auch für dich im Livestream. Und wenn es dich hier trifft, dann lade ich dich ein als ein Zeichen, nicht von mir, dass ich bestätigt wird, sondern ein Zeichen vor deinem Gott im Himmel. Einfach ein, die Hand zu heben und zu sagen, ja, Jesus, ich möchte mich heute neu
und ganz für dich entscheiden. Wenn es dich trifft, dann heb doch einfach deine Hand hoch und wir wollen alle zusammen beten. Halleluja. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Ich werde vorsprechen und du darfst nachsprechen. Himmlischer Vater, heute Morgen komme ich zu dir mit dem Wissen, dass du mich annimmst. Vater, ich bekenne heute Morgen vor dir all meine Schuld, all meine Fehler. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Und ich nehme deine Vergebung an. Jesus, danke, dass dein Blut mich heute Morgen reinwäscht. Und danke, dass heute Morgen das Boot meines Lebens in diese Richtung geht, wo du es haben möchtest. Ich nehme deine Vergebung an. Und ich sage dir heute Morgen, dir gehört mein ganzes Leben. Und ich gebe mich dir ganz hin. Jesus, ich liebe dich. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.